Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Demon's Souls auf der PlayStation 5. Und ja, wir fahren genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich sind wir bei diesem letzten Hund ja noch draufgegangen. Oder Wolf oder so ist. Und jetzt holen wir unsere Sachen mal einfach zurück, würde ich behaupten. Ja. Gucken, ob wir da hinkommen, ohne dass wir alles verlieren wieder. Aber ich meine, das Dumme war, hier war einfach nur... Genau, das war das Dumme hier. Okay. Kann man ihn töten als erstes, die Frage. Ihn hier wahrscheinlich. Wenn ich so viel Leben verlieren. Oh. Oh, wir müssen aufpassen. Dich hole ich mir auch schnell. Oh Mist, warte. So, dich hole ich mir auch noch. Mal kurz was essen. Nicht ganz hops gehen. Theoretisch müssen wir die ja gar nicht alle töten, hier fällt mir gerade auf. Denn so viele Punkte geben die jetzt ja auch nicht. Oder Seelen. So, ich mach mal eine Drache. Kommt dann gleich angeflattert hier der Drache. Mal kurz warten. So. Und los geht's. Reden kann ich mit ihr jetzt wahrscheinlich nicht, weil sie gerade die Leute killt. Was soll sie noch ruhig machen? Sie haben wir ja auch schon ein paar Mal geholfen. Ist eigentlich ganz cool, wenn sie alle killt für mich. Der Drache, der macht auch einen Radau hier, ne? So. Gehen wir runter, müssen wir nochmal ganz runter gehen, um zu diesen Wölfen zu kommen. Denn die haben ja unsere Sachen. So ein bisschen uncool. Die wollen wir gerne wieder haben, ne? Da links waren die Wölfe, hier links war irgendwas anderes. Das erste. Hier
Hier waren die ganzen Schützlinge gleich, ne? Wir schützen. War das nicht hier? Na gut, hier war das nicht. Okay, jetzt nur zurück zu den Hunden, also. Ah. Mal gucken, was die schaffen. Komm mal mit mir mit, bitte. Du kannst die Hunde ein bisschen ablenken. Wenn sie schon da rumwandert, kannst du doch auch die Hunde ablenken für uns, oder? So, wir haben noch ein bisschen Serpentin. Terpentin, das könnten wir natürlich auch noch benutzen. So, wir rennen mal nach vorne, mal gucken, wenn sie hinterherkommt, wäre es natürlich nicht schlecht. Aber gegen die Hunde macht das, glaube ich, Sinn, dass wir gleich ein Feuerschwert haben. Diese Person, das war so, das ist der, die mir gerade eben uns gerade eben überrascht hat. So, wir warten mal kurz. Ist nicht die schnellste, die Tante da. Aber wir haben recht viele Seelen, die da hinten noch liegen und die würde ich ganz gern wieder haben. Macht auch Sinn. Wenn sie denn hier links läuft. Das kann natürlich auch sein, dass sie es gar nicht macht. Aber wenn ja, dann haben wir natürlich ein kleines Schutzschild durch sie. Wäre natürlich geil. Los, komm. Geh bitte nicht da rechts hoch, sondern geh geradeaus weiter. Perfekt. Nein! Ah, falsche Richtung. Ach, schade. Okay. Ich will wohl eine machen. Ja. Nein! Nein! Oh, shit, ey! Oh. Das war ja blöd. Haben wir das Ganze verloren. Oh, das nervt mich jetzt ja hoch 5, ey. Das ist echt blöd. Na. Oh. Weißt du was? Das ist jetzt echt blöd. Alles verloren, die ganzen Seelen. Das ist echt ärgerlich. Nur weil ich so dumm war. Naja. Bringt nichts darüber, sich jetzt so doll zu ärgern. Der Drache schon. Oh, schnell lauf, bevor der zurückkommt. Ist auch die Frage, ob man. Okay, er will. Wir gehen runter. Wir müssen leider hier links gehen. Oh. Alter. Okay, der ist ein bisschen durchgedreht.
macht er denn da? So. Ah! Okay, das waren aber nicht alle, da waren noch ein paar mehr Hunde, oder? Das waren jetzt vier. Da waren auf jeden Fall noch mehr, bin mir ganz sicher. Ah, mich ärgert jetzt immer noch, dass ich beim ersten Mal draufgegangen bin hier. Also so dolle draufgegangen bin, das ist echt blöd. Weil es ja wirklich viele Seelen waren, naja. Hast du noch fünf Wölfe? Da kommen noch welche. Ah, okay. Hier kommen wahrscheinlich die Brücke wieder hoch. Auf der anderen Seite oder so. Wir gehen trotzdem mal hier weiter kurz. Schon wieder der Händler? Der ist schon wieder hier. Ah, da seid ihr wieder. Sehr schön. Ich hoffe, ihr findet etwas Passendes. Findet man ein paar Mal irgendwo. Also immer an unterschiedlichen Stellen. Das wäre natürlich super. So, wir haben natürlich keine Kohle mehr. Das ist ärgerlich. Ja, jetzt habe ich natürlich keine Kohle, brauche ich nicht mit ihm. Schwere Zeiten, was? Ach, halt die Fresse. Oh ja, Blatt wird sich hier wenden, ja. Affe, ey. Okay. Okay, da ist eine Nebelwand. Das sind crazy Soldaten. Okay. Aber sie kommt nicht weiter als da. Oder er kommt nicht weiter als da. Oh ja, die kriegen wir nicht eingeholt, der Sache, oder? Okay. Hier ist sicher, ja. Ja, oder? Da hinten, aber ja, die kriege ich nicht mehr, ne? Das schaffe ich nicht, da hinzulaufen, um die ganzen Sachen zu holen. Dann gehe ich drauf vor. Die Frage, ob wir jetzt einfach hier reingehen. Ich weiß nicht, dass da jetzt ein Gegner kommt. Dahinter wäre natürlich auch blöd. Müssen wir mal schauen. Wir probieren es. Ich weiß nicht, was da passiert. Wir gehen mal da rein. Okay, er macht das gleiche hier nochmal. Können wir da durchrennen? Müssen wir da mal gucken. Ich weiß nicht, wohin er macht. Müssen wir da mal testen. Drache. Oh, wo fängt er denn an, Feuer zu speien? Muss ich einmal sehen. Okay, lass mal laufen. Oh, weg, weg, weg!
Okay. Oh. Nein, nein, nein. Das ist nicht mein Ernst. Ach, shit, ey. Ich war doch so gut gerade. Shit. Gut. Das ist das, ne? Immer wieder den ganzen Weg machen, ey. Das ist so krank. Echt. Aber anders geht's ja anscheinend nicht. Ach ja, das ist ja schon immer so, man muss man schon immer wiederholen, ne? So, kommt er jetzt? Er läuft ein bisschen wie Forrest Gump. Hier längs gehen eigentlich, oder? Ich weiß nicht, ab wann er hier Feuer speit. Müssen wir gucken. Ab da oben. Oh, dafür sammeln wir aber ordentlich Punkte. Das heißt, wir können hier noch stehen bleiben. Das dürfte nichts passieren. Mal zurücklaufen, schnell. Wieder hinlaufen. Wow. Hab so gerade geschafft, ne? Danke. Na los, mach ein bisschen Feuer hier, den Leuten unter den Hintern. Oh, nur zurücklaufen schnell. Wir werden gleich da hochlaufen, das schaffen wir auch. Warten mal kurz, bis er hier Feuer abgibt und dann rennen wir los. Oh, schnell. Oh. Nur zwei von denen. Komm her.
So, du Affe. Okay. Plündern wir die Leichen noch hier? Gut, Alter, schießen mal oben, schießen welche. Okay, okay. Ich wusste nicht, wo es herkommt. Da steht einer. Ich dachte, da ist irgendeiner in diesem... Steht da? Schon so lange bin ich in Seelengestalt. Ich auch. Da kann ich hoch. Kann ich auch hier hoch? Kann ich die Tür einhämmern? Kann ich aufmachen? Fest verschlossen, okay. Lass uns doch mal hier hochgehen. Wo kommen wir denn da hin, ist die Frage, ne? Nein! So. Die kannte ich ja noch von Dark Souls. Also von daher. Muss ich es hier irgendwie aufmachen? Na, hier geht's nicht. Hier vorne? Ich hätte gedacht, dass man da jetzt irgendwie. Kann man das nicht drücken? Na, anscheinend nicht. Das ist ja merkwürdig. Oder muss man hier von der Seite? Hä? Das sieht doch aus, ob man das bewegen kann, aber man kann es anscheinend nicht, okay. Da oben sind... Jetzt kann man einige Sachen einsammeln hier, das ist schon mal gut. Da liegen auch noch was. Gucken, was ist das hier? Seelen haben wir schon mal ein paar mehrere gesammelt, die können wir nachher auch mal aktivieren, wenn wir irgendwo mal beim Kauf oder beim Händler sind. Einfach so aktivieren, dann verliere ich die bloß, wenn ich sterbe, ist ja Quatsch, ne? Okay, ich hätte gedacht, ich könnte da irgendwie hochkommen. Kann ich aber gar nicht. Was steht denn da? Versuche es mit Rollen. Soll ich da runterrollen? Ich bin nicht bescheuert. Ich bin nicht bescheuert und roll da runter. Oder? Macht keinen Sinn. Okay, aber was machen wir jetzt hier? Ich kann mal nicht so viel machen. Ich dachte, ich könnte das da unten bewegen, aber das kann ich gar nicht. Also das ist ja irgendwie so ein bisschen blöd für uns. Das hätte ich jetzt gedacht, das ist irgend so ein Tor oder so, oder? Oder kann man das kaputt machen? Hier. Nein, kann man auch nicht. Die Ketten kann man nicht, also... Anscheinend kann man es gar nicht, okay. Warum kann man es nicht, ist die Frage, ne? Gut. Und die Tür kriege ich ja nicht auf. Nur von der anderen Seite wahrscheinlich. Gab es hier drin noch irgendwas? Was ich gesehen habe? Ja, na gut. Vergiss bloß nicht, rufe Hilfe herbei. Hey, wie soll ich denn Hilfe herbeirufen? Kann man das hier irgendwo? Glückwunsch, ja danke. Kann man sich so einen Seitenkämpfer holen wie bei Dark Souls? Zeit für Feiern. Schon so lange bin ich in Seelengestalt. Boah, keine Ahnung, bis jetzt, kommt wahrscheinlich der Drache jetzt hier oder sowas. Oh, verdammt, Axt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wirklich nicht. Und der sieht auch nicht gerade nett aus. Oh. Was ist er denn?
Da schießen auch die ganze welche Pfeile auf mich. Wie fies ist das denn? Okay, hat mir die... Alter! Der gute Turmritter, na gut. Alter. Okay. Er mag mich also nicht. Oh, Alter. Du bist gestorben. Du musst diese Welt verlassen. Der war mal beschissen. Nun gut. Wir haben nicht mal noch einen Schlag bei ihm gemacht. Der Ball ist zwar sehr langsam, aber kann man sehr gut vorstellen, dass man da einfach ein bisschen mutiger sein muss. Was natürlich nervig ist, der ganze Weg dahin, ne? Aber probieren es nochmal. Drache nochmal? Kommt er schon geflogen? So. Na toll. Nein! Weg, weg, weg! Ah!
Mist. So. Na komm her, du. Ach du. Okay. Mal gucken. Ich muss mal gucken, wie ich den angehe jetzt da. Ich muss den. Mich nerven ja so ein bisschen die Bogenschützen, aber was soll's. Das gibt's doch gar nicht. Eieieiei. Alter Schwede. Okay. Ist ja irgendwie die Schützen da loswerden oder nicht? Schütze. Oh. Okay, man kann hier so ein paar Moves machen, beziehungsweise wegrennen. Bringt natürlich nicht so viel. Aber so kann ich jetzt ein paar von den Dingern wegmachen. Ich mach die anderen Schützen jetzt auch nochmal weg auf der anderen Seite. Mach hier ein Foto, Burg. Warum soll ich denn jetzt ein Foto machen? Oh. Okay. Aber was machen wir jetzt? Wie killen wir den? Ich kann mich natürlich die ganze Zeit hier verstecken, aber... Ich komme nicht drum herum, da mal runter zu gehen und den eins auf den Kopf zu ballern, oder? Kann ich von hier oben raufspringen auf ihn und ihn kalt machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Okay, aber jetzt müssen wir keine Sorgen mehr um die Bogenschützen machen erstmal. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Der haut ja schon mit einer guten Wucht rein. Der gute Mann. Was sagt er denn hier? Versuche es mit Pfeil. Ja, ich habe nicht mal einen Bogen. Versuche es mit Pfeil. Ja, super Tipps. Jetzt keine Zeit, um Nachrichten zu lesen, ne. Haben Sie recht. Das ist leicht. Naja, leicht ist es nicht, finde ich.
Spaß. Hier fängt Demon Souls richtig an. Okay. Okay, vielleicht kann ich ja, wenn ich ihn nicht anvisiere, kann ich ja besser rennen, ne? Habe ich ihm gerade so viel Leben weggenommen, wie das da steht? Das war ja richtig viel. Okay. Aber das kann er, ich kann ihn ja niemals killen so. Ah, da ist da irgendwas mit seinem Fuß da hinten. Ja, okay, das ist natürlich dumm, wenn man. Okay, okay, also die Achillessehne da oder was ist das? Das flackert ja so sehr. Er ist schon ein Monster, der Typ, ne? Oh Mann. Lauf! Ich kann ihm echt nur so wenig Leben wegnehmen, dann dauert der Kampf einfach mal 30.000 Jahre. Krass, oder gibt es hier irgendeinen Trick, damit man den richtig platt machen kann?
wieder aufstehen und weglaufen. Krass. Also es sieht doch so aus, wenn man da irgendwas kaputt macht. Das andere Bein leuchtet jetzt auch, okay. Aber ey, ich nehme mir doch gar kein Leben weg, Alter. Oh, was ist er denn? Hab ich da erwischt noch? Puha. Ach Mann, ich hab gesehen, dass er kam, ey. Man kann, ich sehe schon mal, die Platten fallen ab da von ihm. Aber lauf! Aber trotzdem. Trotzdem ist es natürlich hart, ne? Nein, diese scheiß Rolle machen da. Komm schon. Lauf! Ich hab gar kein Leben mehr gleich. Also. Naja. Oh. Du Kacktyp, ey. Oh, ne. Okay.
gut reingekommen, wollte ich sagen gerade. Mir hat es gerade die Sprache verschlagen. Okay, wir machen, erledigen erstmal wieder alle außen rum. Zum Einfachsten, glaube ich. Aufpassen, dass der uns gar nicht trifft mit diesem fetten Schuss, den er da hat. Okay. Ich heile mich immer kurz. Oh nein, der ist runtergefallen, das ist nicht doof. So. Wow, wow, wow. Da hat er uns fast erwischt. Okay, jetzt müssen wir wieder runter zu ihm. Machen wir unser Dings scharf. Ich kann ja nicht sehen, wo der ist, der Typ. Oh, ich wusste das. Ich wusste das. Aber ich bin noch nicht tot, ne? Doch. Oh, Mann. Ich hoffe nicht, dass er noch irgendwelche andere Moves macht gleich oder so. Es ist oft so, dass die dann auf einmal eine zweite, dritte, vierte, fünfte Phase haben. Ah, da hat er mich erwischt. Oh, er hat mich komplett erwischt. Oh, wie mies ist das denn? Ja, ich wusste es. Ich hab schon gedacht, als er... Ja. Echt jetzt, wa? Nein. Lauf! Nein! Alter, was? So. Aller guten Dinge sind 5. Mal reingehen. Oh, da ist er schon. Weglaufen. Ja. Hat er mich echt erwischt, ne? Hat er mich echt noch erwischt, der Heini? Na gut. Einmal hier rumlaufen und die anderen auch gleich killen und dann machen wir uns nochmal den dicken ran. Das war letztes Mal ja echt viel zu knapp. Ätzend. Das war echt ätzend, aber naja. Wenn man nicht aufpasst, ne? Wenn man nicht aufpasst.
So, ein paar Leben jetzt ja natürlich noch unten. So, ist noch heilen hier. Dann ist es gleich mal runter. Und runterrennen. Ah, oh, hat er mich echt erwischt hier hinten? So ein Schweinepriester. Ah, oh, da sind die Scheiße. Oh. Lauf! So, jetzt können wir uns um den Bastard kümmern hier. Wow, das war eng. Na komm. Das ist auch ein echter Widerling, muss ich sagen. Eieieiei. Oh, dann müssen wir schnell weg. Lauf! Dann müsste doch schon bald umkippen, glaube ich. Noch einmal, zweimal hauen, dann müsste doch das erste Mal umkippen, oder? Oh, Bastard. Oh, das hab ich erwischt. Ich wollte sagen, ich hänge voll fest hier gerade.
Jetzt aber. Weg. Schaffen wir nicht mehr. Weglaufen. Oh. Ich wollte noch was anderes auswählen, aber es klappt jetzt wohl nicht. Oh oh. Zu weit weg von ihm. Oh. Ah, ich habe ihn nicht aufgestellt. Lieber heilen. Ja, ist echt brandgefährlich, ne? Okay. Okay, das war doch ganz guter Angriff, oder? Den fand ich ganz gut. Schön laufen, laufen, laufen. Okay, okay, okay. Oh, fuck. Aufstehen. Heilt der Schwede. Also wenn er einmal trifft, dann trifft er aber richtig, ne? Muss man auch mal sagen. Oh oh. Nein, 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 nein. Oh, kurz mal heilen. Oh, und gleich wieder runter. Ich wollte mal gucken, ob ich hier noch was anderes einstellen kann, aber es bringt uns wahrscheinlich gar nichts. Wir versuchen es trotzdem mal. Ich habe noch hier irgendwie so. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber wir probieren es einfach mal. Oh. Lauf! Oh. Mist. Ich bin auch ganz gut gefahren die ganze Zeit. Also ich sollte jetzt keine risky Manöver machen hier. Oh Mann, ey.
Oh, fuck. Mann, wieso ist denn jetzt so schwierig, das letzte Stück hier? Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh, ich hab schon wieder fast mein ganzes Leben weggeballert hier. Alles, was ich eingesammelt habe. Also, falls ihr euch wundert, warum ich so viele Sachen habe. Ich habe natürlich ein bisschen gefarmt. Dann bin ich hier nicht ganz... ganz ohne Reinlauf, weil der ja wirklich schon ein bisschen... Der dürfte halt gar kein Leben mehr haben eigentlich. Shit. Der hat fast gar kein Leben mehr. Oh, da. Oh, Gott sei Dank. Yes, endlich. So. War noch ein bisschen, hat noch ein bisschen gedauert, muss ich zugeben. Aber jetzt haben wir das Monster. Und jo, gehen wir zurück in Nexus, ne? Schauen, was es da gibt. Kein Stein berühren. So, gehen wir zurück in Nexus. Oh, das war doch gut. So, und wollen wir mal gucken, was wir da jetzt machen können im Nexus. Ob wir da neue Sachen bekommen, beziehungsweise ob uns da jemand lobt. Guck mal, sie sitzt da, mit ihr reden. Ihr strebt nach der Macht der Seele, oder? Oh, weiß ich nicht. Dann berührt den Dämon in mir. Hä? Was ist denn das? Meine Aufgabe. Oh. Ich kümmere mich nur um jede Flamme. Huch, nicht wegkippen. Ich entzünde die Kerzen und diene den Dämonentötern, die hier gefangen sind. Seele des Geistes. Ah, Seelenkraft. Okay, da können wir uns jetzt stärker machen. Okay. Hätte ich aber vorher gewusst. Aber wie viel kann ich da machen? Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Okay, also das machen wir auf jeden Fall. Stärke machen wir auch ein bisschen. Beweglichkeit. Kondition. Kondition, was machst du denn? Die Ausdauer geht höher, okay. Bei der Stärke. So. Vitalität. Intelligenz brauchen die unbedingt, ne? Ja, ein bisschen machen wir höher. So, das lassen wir jetzt mal so. Und bestätigen einfach mal. Ja. So. Haben uns ein bisschen stärker gemacht, was ja auch nicht verkehrt ist. Vielen Dank. Seid ihr fertig? Jups, sind wir. Oh, jetzt haben wir echt ein bisschen mehr da oben. Eure Stärke die Welt heilen helfen. So, gucken, was er jetzt zu mir sagt. Ah, ihr habt eine Dämonenseele gefunden, nicht wahr? Ja, das habe ich. Beeindruckt. Danke. Ja, das bin ich wirklich. Macht so weiter. Und schon bald werdet ihr selbst ein Monster sein. Seht ihr nur, was tut ihr da? Entschuldigung. Selbst ich werde mir das nicht einfach gefallen lassen. Von Versehen. Kann ich noch mit ihm reden? Ah, ihr habt euch beeindruckt. Macht so. Also, seht ihr nicht, dass ihr in ihrer... Wir sind in eine Falle getappt. Okay, haben wir was Cooles gefunden? Simpel. Zum Tausch gebt euren Seelen. Okay, Ausrüstung reparieren, das können wir mal machen. Und könnte ich auch eine Waffe aufwerten mit irgendwas hier? Nee, da brauche ich noch die Hartsteinscherben für. Das macht ja aber nichts. Aber wir können den Bogen jetzt benutzen, ne?
Bleib bloß ich, am Leben. Aber warte mal, ich muss was kaufen. Ich habe doch auch noch genug Seelen eigentlich, ne? Guck mal, da sind die Scherben, die wir haben. Aber ich habe doch hier irgendwo... Da. Die können wir benutzen. Nehmen wir alle 7. Okay. Die nehmen wir auch nochmal hier. Ein bisschen was. Und wir wollen die mal nicht alle wegballern. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir bei ihm vielleicht noch was. Obwohl, wir können ja erstmal den Bogen hier reinsetzen. Bringt mir jetzt nicht so viel, der Bogen, denn ich habe ja gar keine Pfeile dafür, glaube ich. Schwerer Pfeil doch da. Gehen wir nochmal ins Lager und gucken, was wir im Lager haben. Hallo. Was haben wir ins Lager reingetan? Ich passe gut auf eure Sachen auf. Ja. Warte mal, haben wir da nicht irgendwie auch was reingetan hier? Da. Die nehmen wir mit. Bolzen brauchen wir ja noch nicht. So. Ihr habt ein Herz aus Gold. Lasst es euch nicht weg. Können wir auch schon was machen? Okay, da kann man schon die Schlucht der Verkommenheit. Ich weiß nicht, ob wir, haben wir das dann jetzt hier. Haben wir ja noch nicht fertig, ne? Das hier geht's weiter. Hoburg. Gut. Aber wir haben ja schon gut was geschafft heute. Hat auch echt ein bisschen gedauert, den Typen zu erlegen, aber das soll uns nicht weiter stören. Ich gehe nochmal zum Händler, vielleicht kann ich mir doch noch was mitnehmen bei ihm. Ich kann euch Waffen schmieden. Was hat er denn da so? Da nehmen wir ein paar Pfeile mit hier. Genau. 30 Pfeile haben wir mal dabei. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Die brauchen wir nicht. Sich im Bund Gras brauchen wir jetzt nicht kaufen, das sammeln wir ein. Gut. Ja, falls euch das gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Like da. Ich würde mich total freuen. Ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bin gespannt. Bis dahin. Tschüss und einen schönen Abend.